Nach 133 Spielen im spanischen Nationaltrikot steht Xavi Hernández womöglich vor dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Zwei seiner Kollegen wollen ihn jedoch weiterhin im Team sehen. Meiner Meinung nach wird es keinen Spieler mehr wie Xavi Hernández geben. Er gehört zum Fundament der Mannschaft, auch jetzt noch. Er hat enorm zum Erfolg des Teams beigetragen. Xavi Hernández hat großen Anteil an den Erfolgen der Mannschaft. Jeder weiß, wie er spielt und was er für das Team und das Land geleistet hat. Dafür müssen wir ihm danken. Ich hoffe, er spielt noch ein paar Jahre in der Nationalmannschaft. Er hat noch nicht alles gezeigt. Wir werden sehen, was passiert. Spaniens frühes WM-Aus könnte nicht nur für Xavi das Ende in der Nationalmannschaft bedeuten. Vicente del Bosque kündigte an, zurücktreten zu wollen, solange der Verband ihn nicht halten will. Auch andere Spieler des alten Eisens sind abwanderungswillig. Koke würde die alte Garde jedoch gerne halten. Es ist schwierig, weil diese Truppe so viel erreicht hat. Zwei Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft. Das ist kompliziert, doch nun kommt eine neue Generation. Im Fußball gibt es immer Veränderungen. Man muss weitermachen. Wir werden es schaffen und das Nötige tun, um in den nächsten Turnieren wieder besser abzuschneiden. Spanien trifft am Montag auf Australien. Beide Teams sind bereits ausgeschieden. Nun geht es um die Ehre.